Eine Spende für einen Streuwagen. Und ich habe schon überlegt, ob wir den Nachkauf als gutes Gerät haben. Jetzt! Ich bin da hoch! Ich will dein Rohr bringen! Jawohl, genau, Torabschluss! Sehr gut! Schneller als 40 läuft sie ja sowieso nicht. Ich bin total zufrieden mit der Leistung von meiner Mannschaft, weil es war von Anfang an klar, dass wir da heute vermutlich nicht so viel holen können, aber wir wollten einfach nochmal alles reinschmeißen, was wir haben und alles geben, und das haben die Mädels gemacht, und ja, ich bin sehr zufrieden mit denen. Also es war ja von Anfang an klar, dass man das Aufsteigen schwer hat und dass wir auch gegen Abstieg spielen werden. Wir hätten uns gewünscht, dass sie eigentlich mehr Spiele so spielen wie heute. Dann werden wir vielleicht von den Punkten auch anders dastehen. Aber im Großen und Ganzen muss man schauen, wo die Mannschaft herkommt. Und dafür hat sie es echt gut gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Vor allem haben wir auch viel dafür gekämpft. Und deshalb bin ich ja sehr froh, dass es auch so ein Ergebnis gibt. Ich war schon sehr nervös. Also theoretisch sollte es ja ein einfaches Spiel sein, aber ich war trotzdem sehr nervös, vor allem weil es jetzt auch mein letztes Spiel war. Deshalb war es mir auch wichtig, jetzt meine Leistung abzurufen. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Man sieht es auch in den Emotionen, die die Mannschaft gerade zeigt. Es war eine harte Rückrunde, für uns natürlich eine sehr, sehr erfolgreiche Rückrunde. Wir hatten in der Vorbereitung
das ein oder andere Problem mit Verletzungssorgen. Wir hatten 3 Bänderrisse in der Vorbereitung. Heißt, wir hatten in den ersten Spielen in der Rückrunde auch ein paar Probleme. Die Mädels haben sich dann von Spiel zu Spiel gesteigert und haben jetzt am Ende auch hochverdient diese Meisterschaft auch geholt. Aber wir gehen jetzt nach Eutingen ins Sportheim. Wir haben dort reserviert und werden dann heute Abend auch noch ein bisschen feiern. Die Mädels dürfen heute auch feiern, ja, das haben sie sich verdient. Und ab Montag geht dann unser Fokus auf die Aufstiegsrelegation kommende Woche.